Hallo und herzlich willkommen bei Broken Gamepad. Mein Name ist Andy und ich möchte euch eine kleine Geschichte erzählen. Es ist weitreichend bekannt, dass ich es nicht sehr leiden kann, mir Sachen über Paket, also übers Internet kommen zu lassen, die dann per Post kommen, weil ich in der Sache schon sehr viele schlechte Erfahrungen gemacht habe. Hier meine Geschichte zu dem folgenden Artikel. Ich hatte ihn vor ungefähr anderthalb Wochen bestellt. Alles ist ganz gut gelaufen, kann man sagen. Also es wurde schon direkt am selben Tag noch abgeschickt, angeblicherweise. Was unmöglich ist, weil es ein Sonntag ist. Aber egal, das lassen wir einfach mal so stehen. Dann habe ich ungefähr eine ganze Woche lang gewartet und einfach nichts im Briefkasten gehabt. Ich sollte dazu erwähnen, es sollte ursprünglich über Briefpost kommen. Nicht über DHL wie sonst was. Also ich hatte keine Tracking-Nummer. Und ich habe mir gedacht, okay, wird ja schon nicht schief gehen. So. Anderthalb Wochen sind ungefähr vergangen und jetzt habe ich mich mit dem Verkäufer in Verbindung gesetzt, nachdem es heute Morgen immer noch nicht im Briefkasten war. Also mein Briefkasten war komplett leer. Wie sich herausstellte, wurde dieses Paket doch über DHL versendet und es gibt eine Tracking-Nummer, die ich noch niemals wusste. Und dieser Verkäufer teilte mir das dann mit und noch mit dem Zusatz, dass das Paket angeblich laut DHL-Tracking schon seit Donnerstag, also ungefähr seit einer, knapp einer Woche ungefähr, bei meinem Nachbarn liegt. Und ja, wie man sieht, hier haben wir es dann endlich. Also, ich muss mich wirklich fragen, DHL, was zur Hölle macht ihr da? Was soll dieser Mist? Aber gut, genug gemeckert, schauen wir uns da mal an, was hier drin ist. So, es ist weitreichend bekannt, ebenfalls, dass ich ein großer Shimiga Mitensei-Fan bin, beziehungsweise ein großer Fan von Atlus, der Spielefirma, die meiner Meinung nach einfach nur super gute Spiele machen. Wer das bisher noch nicht wusste, also dass ich großer Fan bin und dass eigentlich fast das gesamte Team von Broken Gamepad große Fans dieser Firma sind, der muss sich noch ein wenig die Podcasts anhören und die Videos und so weiter. Aber wie auch immer, hier haben wir es dann, Shimiga Mitensei Persona 2 Innocent Sin für die PSP. Ein Remake eines PSX-Titels, der in dieser Form noch nie in der westlichen Welt released wurde. Es gibt einen zweiten Teil, nämlich Persona 2 Eternal Punishment. Der wurde aber allerdings nie hier in der westlichen Welt, also beziehungsweise in Europa, in den USA schon. In den USA existierte er auf PS1, aber hier in Europa ist er noch nie rausgekommen. Aber das soll uns jetzt auch nicht weiter beschäftigen. Das ist der erste Teil, Innocent Sin. Wir sehen hier die Verpackung und der Inhalt ist angeblich ein bisschen verschwommen. Also Collector's Edition enthält Vollversion des Spiels. Klar, wäre auch komisch sonst. 6 Kunstkarten, ja, das muss ja eh sein. Soundtrack-CD und A3-Poster. Also mir war es wert, mir das zu holen, weil ich stehe auf Collector's Editions. Und ja, so ein paar Goodies dabei sind immer ganz gut. Ja, schauen wir doch mal, was drin ist. So, da das der klobigste Teil der ganzen Collector's Edition ist, fangen wir am besten einfach mal mit dem Poster an. Man sieht das hier in der Totale, also es ist ein A3-Poster. Ja, und ist sehr schön. Also wer sich ein bisschen mit Persona-Spielen auskennt, der merkt sofort, das ist noch dieser alte Shimiga Mitensei-Stil. Aber der gefällt mir eigentlich auch ganz gut. Und vor allem das Spiel selber ist ja auch ein Quäntchen anders als die Nachfolger Persona 3 und 4. Und damit meine ich, also grundlegend anders, sind eigentlich eher mehr an der normalen Shimiga Mitensei Formel dran. Und ja, es ist auf jeden Fall mal was anderes und ich freue mich drauf. Das ist auf jeden Fall das Poster. Was nehmen wir uns als nächstes vor? Wir haben die Soundtrack-CD. Andersrum wäre auch mal gut. Keine Tracklist drauf. Die ist wahrscheinlich im Inneren. Schauen wir mal. Voilà. Ich das hier einhändig wieder hinkriege. So. Also, hier haben wir dann ein paar Titel. 10 Titel sind für eine Soundtrack-Selection eigentlich ganz gut. Mehr kann man eigentlich auch nicht wirklich erwarten. Auf jeden Fall cool, dass es dabei ist. So, hier haben wir die Karten. Ich kann natürlich zu den Charakteren und so weiter noch nicht sehr viel sagen, weil ich dieses Spiel auch noch nicht gespielt habe.
Der Stefan, der könnte euch da mehr zu sagen, weil er das schon durch hat in der letzten Zeit, aber naja. Maya, das ist wohl die eine der Hauptcharaktere. Ja. Ist auf jeden Fall ganz cool. Ich bin normalerweise kein sehr großer Fan von Karten. Und ich kann auch nicht verstehen, warum bei jeder Collector's Edition unbedingt immer so ein Kartenset dabei sein muss. Also anscheinend stehen die Europäer volle Kanne da drauf. Oder die Deutschen, wie auch immer. Aber, tja, wenn es umsonst ist, warum nicht? Und zu guter Letzt runden wir die Sache noch ab mit der Spieleverpackung. Ja, PSP-Spieleverpackung eigentlich immer ganz cool. Nur die USK-Sticker nerven mal wieder, aber da kann man nichts dran machen. Kriegt man leider auch nicht ab. Ja, ansonsten eigentlich dasselbe wie auf der großen Verpackung auch. Der Inhalt sieht folgendermaßen aus. Klar, UMD, nichts Besonderes. Aber hier, wir sehen. Nee. Tatsächlich ein Handbuch. Zwar in Schwarz-Weiß gehalten, aber trotzdem, man hat das ja nicht mehr oft heutzutage. Diesmal brauche ich auch nichts verdecken, weil kein DLC-Code dabei ist. Gibt es ja bei PSP quasi nicht. Und ja, Persona 2. Und hier abschließend nochmal der gesamte Inhalt der Collector's Edition von Persona 2 Innocent Sin für die PSP. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal, wenn DHL mich mal wieder ankackt und ich mich auskotzen muss. Bis dann, ciao.